Keyword Tracker, eine Asin Tracking, Keywords verfolgen auf Amazon. Wozu brauchst du das? Warum solltest du deine Keywords verfolgen auf Amazon, um zu erfahren, welche Positionen du hast? Weshalb ist das überhaupt wichtig? Dies erfährst du alles nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon FBA. Mein Name ist Butros Said und heute geht es um ein wichtiges Thema. Asin Tracking. Ja, das heißt, wie kann ich wissen, wenn ich zum Beispiel so eine Handyhalterung eingestellt habe auf Amazon, auf welcher Positionen die Kunden dieses Produkt gerade finden. Natürlich müssen sie bestimmte Keywords angeben. Ja, das heißt, sie müssen bestimmte Schreibarten von Keywords reinschreiben, um dieses Produkt zu finden. Nur, ich möchte genau wissen, an welcher Position oder auf welcher Position ich mich aktuell befinde, damit ich einfach weiß, ob meine Optimierungsmaßnahmen etwas gebracht haben, ob mein PPC etwas gebracht hat, ob einfach zusätzliche Verkäufe tatsächlich einfach mich voranbringen. Und ja, das Produkt heißt für dich vielleicht eine Handyhalterung, das heißt aber für viele anderen zum Beispiel Adapter oder Videoring. Das kann aber auch Smartphone-Stativhalterung. Und Amazon spielt ja hier im Endeffekt kein Fokus-Pokus, wenn sie die Ergebnisse rausspucken oder dir einfach die Suchergebnisse wiedergeben. Das heißt, es werden Suchergebnisse wiedergegeben, die sich tatsächlich meistens im Content sich befinden. Ja, das heißt, du kannst natürlich auch mit PPC das Ganze bewerben, wenn du zum Beispiel fremde Marken nicht integrieren kannst. Aber es geht hier jetzt extra darum, wie weiß ich, welche Positionen ich überhaupt mit diesem Produkt habe. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, ein neues Tab aufzumachen. Zum Beispiel hier auf Amazon mache ich einfach ein neues Tab auf. Ich nehme mein Produkt und habe die Möglichkeit, jetzt das mal manuell zu suchen. Das heißt, ich suche jetzt hier tatsächlich diese Kombination, die ich hier reingeschrieben habe, mit der Hoffnung, dass tatsächlich jemand das sucht. Und dann kann ich jetzt manuell mein Produkt suchen und stelle ich fest, dass ich tatsächlich auf den organischen Ergebnissen sogar auf Platz 1 bin. Das liegt aber auch daran, dass ich vielleicht dieses Produkt vorher angeklickt habe. Ja, das heißt, Amazon kennt ja mein Suchverhalten und ich muss das immer wieder in einem Inkognito-Fenster machen, wo ich mich nicht eingeloggt habe bei Amazon, um die richtigen Ergebnisse quasi oder Suchergebnisse zu sehen, was die Endkunden tatsächlich sehen. Und von daher ist das nicht so einfach. Und vor allem, wer hat jetzt ganz viel Zeit, um das Ganze für sehr, sehr viele verschiedene Keyword-Kombinationen zu tracken. Wie du das Ganze angehen kannst, wie du das mit einer Software wie Helium 10 tracken kannst, erkläre ich dir alles in diesem Video. Und jetzt lass uns einfach mal diese Asin jetzt nochmal nehmen. Ja, das heißt, wir haben jetzt die Asin und ich habe jetzt hier die Funktion erstmal Magnet. Das heißt, ich habe hier mehrere Kombinationen an Keyword angegeben, Stativhalterung, Adapter, Video, Ring, iPhone. Ja, und dann zeigt er mir, ich kann hier nach Suchvolumen sortieren. Das heißt, ich sortiere nach Suchvolumen und schaue ganz genau, welche Keywords zu meinem Produkt passen. Du solltest tatsächlich, wenn du schon diesen Schritt erreicht hast, schon wissen, welche Keywords überhaupt für dich interessant sind. Ja, das heißt, das hast du schon alles im Vorab recherchiert. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nur dir einfach einen Überblick geben, wie du einfach Keywords findest. Aber es geht hier darum, wie wir überhaupt diese Keywords tracken. Ja, das heißt, dass das Produkt oder diese Funktion von Magnet sagt, dass du zum Beispiel bei Handy Stativ sein musst, weil das Ding einfach 7000 Suchanfragen im Monat generiert. Ja, das heißt 7000 Leute oder 7000 Suchanfragen zu diesem Begriff oder diese Kombination einfach auf Amazon monatlich existiert. Und da gibt es ganz, ganz viele Smartphone-Stativ. Und dann könnten wir jetzt, angenommen, wir machen einfach Helium 10 mal auf, loggen uns ein und starten einfach diese weitere Funktion von Helium 10. Falls du das Ganze noch nicht gestartet hast, empfehle ich tatsächlich in diesem Fall den 10%igen Rabattcode zu nehmen. Denn eine Tracking macht tatsächlich Sinn über längere Laufzeit. Ja, das heißt, wenn du sagst, du möchtest 10% auf die komplette Laufzeit sparen, verlinke ich dir das Ganze unter diesem Video. Da hast du die Möglichkeit, mit dem Code Butros10 das Ganze tatsächlich hier anzulegen. Und dann sparst du. Und das ganze Tool kostet dich dann im Endeffekt halt statt die 97 Dollar etwas unter, sage ich mal, 90 Dollar, wie auch immer, 10% günstiger.
günstiger. Dafür hast du was. Und jetzt starten wir direkt mit der Funktion. Die findest du hier. Die haben jetzt neues Design. Und das ist die Keyword-Tracker-Funktion. Und die ist ja ganz oben, weil sie sehr, sehr wichtige Funktion ist. Ja? Und jetzt möchte ich ein neues Produkt anlegen, was zum Beispiel auch nicht mein Produkt ist. Kann ich ja auch. Ja? Das heißt, das muss nicht unbedingt mein Produkt sein. Ich kann jetzt die Asen nehmen. Gebe ich dir ein. Ich nehme jetzt die Asen oder ich könnte die komplette URL jetzt nehmen, so wie sie ist. Ja, das heißt, ich könnte auch jetzt hier, er sucht hier das Ganze und er findet das nicht. Manchmal ist das komisch, weiß man nicht. Jetzt hat er das Ganze gefunden und dann fragt er mich, ob das Produkt has parent, bla bla, ob er alle importiert. Er hat ja gefunden, dass dieses Produkt parent hat, das heißt mehrere Childs, und er, ob er alle quasi in dem Fall importiert. Das habe ich einfach jetzt, was haben wir jetzt geklickt? Jetzt habe ich die Möglichkeit hier bis zu 2500 Keywords oder 2468 könnte ich noch hier integrieren. Ja, das heißt, es kann sein, dass ich dieses Produkt vorhin angelegt hatte. Wir machen einfach das Ganze. Das heißt, du hast die Möglichkeit, bestimmte Keywords, wo du sagst, okay, das passt eigentlich sehr gut zu meinem Produkt. Ich möchte jetzt diese Keywords tracken. Die fügst du einfach so, wie sie sind, ein. Wenn du eine Liste hast, kannst du die tatsächlich einfach so einfügen. Und dann fängt das Ganze einfach sich zu tracken. Es kann bis zu einer Stunde dauern, laut dieser Aussage. Ich zeige dir mal ein weiteres Produkt, was ich hier aufgemacht habe, was wir überhaupt zum Beispiel hier verfolgt haben. Angenommen, ich habe hier ein Produkt. Wir machen das mal Ganze auf, einfach auf Amazon. Da können wir einfach da drauf gehen. So, die Asen, jetzt ist der Vorführeffekt, jetzt hier klicken wir da drauf und ja, möchte nicht, ich könnte die Asen einfach manuell kopieren und gehe einfach auf das Produkt. Hier ist das Produkt schon aufgemacht, ich könnte mit der Asen hier suchen. Das ist ein Kaminbesen, ja, und für mich heißt das Kaminbesen, für manche heißt das vielleicht ein Schornsteinbesen, ja, und das ist halt die Frage, was ist überhaupt das Produkt? Und da kann ich einfach jetzt verfolgen, auf welcher Position ich mit bestimmten Keywords befinde, denn ich möchte Topseller werden, ja, und Topseller werde ich nur unter bestimmten Keywords, die tatsächlich gesucht werden. Und jetzt kann ich einfach schauen, was wir hier angegeben haben. Ja, das heißt, unter der Keyword-Tracker-Funktion habe ich einfach Kaminreiniger zusammengeschrieben. Und dann sehe ich, dass dieses Produkt Suchvolumen oder dieser Suchbegriff 612 Mal im Monat gesucht wird. Ich sehe hier, dass 318 Konkurrenzprodukte zu diesem Suchbegriff sind und mein organischer Rank aktuell auf 34 liegt. Ich könnte nach Reiniger suchen, was ganz allgemeiner Begriff ist. Das wird ja, sage ich mal, auch oft gesucht, ja, aber das sind 200.000 Suchergebnisse. Das heißt, ich habe hier fast keine Chance aufzukreuzen. Trotzdem bin ich unter, sage ich mal, Platz 306. Ja, dann gibt es natürlich den Suchbegriff Besen, was 5.400 Mal gesucht wird. Da habe ich fast auch keine Chance. 30.000 Konkurrenten. Und hier macht es tatsächlich Spaß, jetzt einfach zu sehen, wenn ich Kaminbesen zusammengeschrieben habe, dann habe ich 433 Menschen, die das suchen und nur 739 Konkurrenten und ich bin auf Platz 23. Und da kann ich einfach immer wieder verfolgen, ob mein Keyword nach oben geht, nach unten geht, dann erscheint zum Beispiel rot, manchmal erscheint hier zum Beispiel, das scheint hier plus, das heißt, meine Optimierung hat etwas gebracht. Wenn meine Optimierung nichts gebracht hat, dann würde hier zum Beispiel minus stehen. Ich habe das Beispiel jetzt nicht, wo hier minus steht, aber jetzt haben wir das verfolgt. Wenn du sagst, okay, mich interessiert dieser Suchbegriff Kaminbesen, soll einfach öfters verfolgt werden, da kannst du auf diese Rakete hier klicken und ja, dann wird das Ganze halt, sage ich mal, intensiver beobachtet und dann bekommst du E-Mail, wo gerade das Produkt, also du kannst das einstellen, wie oft du die E-Mails bekommst, aber du wirst halt öfters quasi informiert und das Ganze mit Kaminbesen wird sozusagen alle 10 Minuten überwacht. Ja, das ist halt das Coole. Ja, man kann ja da draufklicken und schauen einfach, was für Informationen hier kommen, wenn man das aktiviert hat. Das ist einfach die Info, dass es schneller aktiviert wird. Und so sozusagen, dass nur diese Kombination an Suchbegriffen schneller gesucht werden. Ja, das heißt, wie kannst du überhaupt mit diesem Tool arbeiten? Weshalb ist überhaupt dieses Tool für dich wichtig? Ja, das heißt, du musst im Vorab definieren, welche Keyword möchtest du tracken, wo optimierst du gerade dein Produkt, damit du weißt, okay,
möchte ich jetzt wissen, sind die auf Seite 800 oder auf Seite 50? Auf welcher Position befinde ich mich gerade? Du kannst das Ganze hier anlegen. Ja, das heißt, du gehst hier und sagst, Add a Product. Dann gibst du die ASIN ein, gibst du die Keywords und sagst du Start Tracking. Dann sagt mir, diese ASIN existiert schon, dann muss ich das schließen. Die muss da irgendwo sein, die wird jetzt gerade hinzugefügt. Das kann bis zu eine Stunde dauern. Und dann kannst du natürlich hier noch mehr Keywords ergänzen. Ja, das heißt, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich wieder neue Keywords recherchiert, jetzt habe ich mal die Videos von Butrus angeschaut, wie ich Keywords recherchiere. Übrigens zum Thema Keywords habe ich sehr, sehr viele Videos auf meinem Kanal. Unbedingt den Kanal abonnieren. Da kannst du hier mehr Keywords integrieren. Ja? Das heißt, wenn du sagst, Schornsteinbesen ist das auch. Wenn du sagst, okay, ich habe keine Idee, was das sein kann, dann gehst du einfach auf die Funktion Magnet und schreibst du einfach hier diesen Suchbegriff. Natürlich musst du hier die deutsche Plattform aussuchen und dann genau nochmal hier starten mit der Suche. Immer diese Vorführeffekte, also nochmal. Dann lernst du es besser. Du gehst auf die E und gibst du den Suchbegriff. Kommt drauf an, wo du verkaufst. Wenn du in den USA machst, dann musst du das auch da machen. Und dann möchtest du ganz genau wissen, auf welcher Position du liegst. Und dann kannst du die natürlich hier beim Tracking-Tool hinzufügen. Du könntest aber auch Long-Term, also Long-Tail-Keywords, das heißt mehrere Keywords aus mehreren, zum Beispiel einer würde suchen nach Schornsteinbesen in Silber oder Schornsteinbesen stabil für den, keine Ahnung, für den Fachmann. Wenn das tatsächlich gesucht wird, dann solltest du das auch in deinen Suchbegriffen haben und dann kannst du es ja tracken. Ja? Das heißt, es bringt nichts auch zu tracken, etwas, was du gar nicht drin hast. Und das ist hier zum Beispiel eine schöne Kombination, Kaminbesen, Schornsteinbesen. Das wird ja so angegeben von dem Kunden, da könnte ich das tatsächlich so übernehmen. Zwar nicht so oft, aber immerhin. Und zum Beispiel hier, das ist der Feger, ja, das hatte ich ja gar nicht auf dem Radar. Schornsteinfegerbesen wird gesucht und dann gibt es ja bestimmte Maßen, ja, das heißt, es macht natürlich Sinn, die Maße auch zu integrieren, das heißt 20 cm oder wie auch immer, kommt drauf an, wie hoch der Durchmesser ist. Das musst du alles wissen, um das Ganze halt zu tracken, und dann kannst du tatsächlich die Keywords hier hinzufügen und dann siehst du, es arbeitet jetzt gerade, es dauert, wenn ich sage, es soll noch hier beschleunigt das Ganze angehen, dann wird das halt schneller getrackt und hier sieht man schon, hat er ganz 299 Mal, aber er weiß noch gar nicht, wo meine ASIN liegt, das wird dann verfolgt und ja, wie gesagt, das kannst du halt nutzen. Das ist zu empfehlen. Solche Keyword-Tracker-Tool kosten auf dem deutschen Markt sonst Haufen Geld. Das Ganze kannst du tatsächlich hier unter diesem Link erwerben. Wie gesagt, mit dem Butrus 10 Rabatt kannst du 10% Rabatt halt auf das Ganze sparen. Wenn du sagst, okay, ich weiß es gar nicht, ich will es erstmal testen, hast du die Möglichkeit, auf den ersten Monat Butrus 50% Rabatt zu bekommen. Aber wie gesagt, Tracking solltest du eigentlich machen, wenn du schon erfolgreich auf Amazon gestartet hast und sagst, okay, jetzt möchte ich wissen, wo meine Produkte in der Suche liegen, dass ich einfach weiß, wie ich die verfolge. Kann ich absolut empfehlen. Schau dir das an, die Seite haben wir jetzt mittlerweile auf Deutsch und da siehst du hier, da sage ich auch meine Meinung zum Tool. Also im Endeffekt absolut zu empfehlen. Nutzen, nutzen, nutzen und bis zum nächsten Video. Schreib mir gerne deine Kommentare unter diesem Video, wie du das Video gefunden hast, welche Fragen du rund um das Thema Amazon FBE hast, damit ich tatsächlich dir einfach auch hilfreiche Videos demnächst auch machen kann, damit du auch erfolgreich auf Amazon verkaufen kannst. Wenn du lernen möchtest, wie du auch erfolgreich auf Amazon sein kannst, du hast die Möglichkeit, unter diesem Video dich für einen kostenlosen Gespräch bei uns zu bewerben. Ja, das heißt, du hast die Möglichkeit, dich zu bewerben, um ein Mitglied, meine Mitglieder zu werden und eine Erfolgsstory mit uns zu schreiben. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Video. Dein Butrus Saiga.